Leute, willkommen zu den Neuzugängen aus der Bibliothek. Und ich wollte ja willkommen nicht mehr sagen, aber ich habe es jetzt trotzdem gesagt. Dies hier wird jetzt nur ein kleiner Ausschnitt, weil ich euch nur ein Buch zeigen will, weil ich das schon gelesen habe und gleich zurückgeben möchte. Ist aber dann für das richtige Neuzugänge-Video dann nicht mehr hier ist, deswegen wollte ich das hier kurz vordrehen. Übrigens drehe ich das schon zum zweiten Mal. Ich habe schon einmal gedreht, aber ich habe 6 Minuten, sage und schreibe 6 Minuten gebraucht, um dieses Buch zu beschreiben. Und das ist ein bisschen zu viel. Deswegen versuche ich das mal ein bisschen kürzer. Und zwar rede ich von Legend, Berstende Sterne von Mary Lou, der dritte und letzte Teil der Legend-Trilogie. Es geht in diesem Buch, nein, ich sage jetzt nichts über das eine Trilogie, sondern ich sage natürlich was von allgemein von der Legend-Trilogie vom ersten Band auch. Es geht um June und um Day. June, es ist halt eine Dystopie und es spielt in der Zukunft. June ist so das Wunderkind der Nation. Sie hat den großen Test, es gibt da so einen Test, der Kinder einteilt in Stufen oder so, halt so vorbestimmt, wo sie am Ende landen in ihrem Berufsleben und so. Und June ist das große Wunderkind der Nation. Sie hat diesen Test mit Bravour bestanden, hat volle Punktzahl in allem bekommen. Und deswegen halt durfte sie mit 12 oder so, glaube ich, schon studieren. Und wird für das Militär vorbereitet, weil dystopische Welt, sie führen Krieg, hängt meistens zusammen und sie soll halt da sehr viel helfen und sie wird eines Tages darauf angesetzt, Day zu schnappen, denn Day ist so ein bisschen der Staatsfeind Nummer 1, aber auch ein kleiner Liebling der Gesellschaft, denn Day ist damals durch den großen Test gefallen und sollte laut den Regeln der Nation, den Regeln der Republik, in der sie leben, eigentlich getötet werden dadurch, weil er irgendwie nichts für die Gesellschaft gebracht hat. Aber das kleine Geheimnis der Republik ist, dass sie erstmal an diesen Kindern, die dafür bestimmt sind, umgebracht zu werden, Experimente durchführen. Und Day war geistesgegenwärtig genug, während dieses Prozesses abzuhauen. Und seitdem ist er auf der Flucht, lässt aber keine Gelegenheit aus, ein bisschen in das Machwerk der Republik zu forschen, denen so kleine Fallen zu stellen. Und auch gerne mal der ärmeren Bevölkerung zu helfen mit Lebensmitteln oder was auch immer. Und das passt der Republik natürlich gar nicht. Und June wird jetzt darauf angesetzt, Day zu schnappen. Und sie treffen natürlich aufeinander. Das kleine Problem ist aber, oder das große, dass Junes Bruder gestorben ist. Und es wird nachgesagt, dass Day ihn umgebracht hat. Aber Day galt bis hierhin nur als Dieb und als Staatsfeind, aber noch nicht als Mörder. Und jetzt ist die große Frage, hat er ihn wirklich umgebracht und wie entwickelt sich das weiter? Weil Day und June schon ein paar kleine Gefühle füreinander haben, wie das so ist und wie das jetzt zu Ende geht und ob die Republik Gutes im Sinn hat oder nicht. Was man sich eigentlich schon erschließen kann durch die Zusammenfassung, aber das müsst ihr selber rausfinden. Es ist auf jeden Fall eine richtig gute Trilogie, kann ich wirklich empfehlen. Es ist keine meiner Lieblingstrilogien, weil es mich nicht so umgehauen hat. Aber es ist eine gute 4-Sterne-Trilogie durchgehend. In jedem Band habe ich 4 Sterne gegeben. Ja, deswegen habe ich diesen Band auch ausgeliehen und ich war gespannt darauf, wie es zu Ende geht. Und ich habe es ja schon gelesen, aber das könnt ihr in dem Wochenrückblick erfahren. Wie ich es gefunden habe, verlinke ich in der Infobox. Okay, dann mache ich jetzt einen Cut und ihr seht gleich im Anschluss meine anderen Neuzugänge. Ich drehe das aber irgendwann später. Hallo Leute, willkommen bei einem weiteren Video und ich habe immer noch nicht gelernt, mir das abzugewöhnen, das zu sagen. Aber wieso sage ich das überhaupt? Ihr seht das ja direkt am Anschluss an dem anderen Videoschnipsel, von daher brauche ich gar nicht Hallo zu sagen. Ich fange direkt an. Diesmal gibt es die DVDs im Anschluss, weil ich ja schon mit einem Buch angefangen habe, deswegen mache ich einfach mit Büchern weiter. Und zwar habe ich ausgeliehen Grisha, der dritte und letzte Teil, Lodernde Schwingen von Leigh Bardugo. Lest das selber. Es geht in dieser Trilogie um Alina. Und Alina hat bestimmte Kräfte und zählt zu den Grisha. Hat aber gelernt, ihr Leben lang diese Kräfte zu unterdrücken, weil all diese Kinder mit den Kräften halt weggeholt werden, damit sie auf bestimmte Schulen gehen können und halt dieses Grisha-Sein lernen. Und ihr wird dann ihr Weg sozusagen vorbestimmt. Und das wollte Alina nicht, sie wollte lieber da bleiben, wo sie ist, in
bei ihren Freunden und so weiter. Aber sie hat so stark gekräftet, dass sie die Kräfte irgendwann natürlich einholen und sie nicht mehr unterdrücken kann. Und dann wird sie von dem Dunklen, ich glaube, der heißt einfach der Dunkle, entdeckt und er ist so der Herrscher unter den Grishas, also der höchste Grisha, und nimmt sie halt mit. Und ab da weiß Salina nicht, ob sie ihm vertrauen kann oder nicht. Ob der Dunkle, der Name schon sagt, dass er böse ist, oder ob er einfach nur so genannt wird und eigentlich Gutes will, ist so eine zwiespältige Sache. Und im dritten Band ist das, glaube ich, schon ziemlich klar. Aber ich bin mal gespannt, wie es zu Ende geht. Es ist jetzt nicht meine Lieblingstrilogie, aber sie ist ganz interessant und hat eine einzigartige Prämisse, eine einzigartige Idee, die ich auch so noch nie gesehen habe. Das ist auch hier so High Fantasy, von daher ist das für mich schon ziemlich einzigartig, weil ich nicht so viel High Fantasy lese. Aber auf jeden Fall interessant. Wer da jetzt Blut geleckt hat, kann sich die Trilogie auf jeden Fall mal ansehen. Link in der Infobox. Dann habe ich ein Buch ausgeliehen, wo viele ja schon leider gesagt haben, dass es nicht so gut sein soll. Zwar Skylark, der Eiserne Wald von Megan Spooner. Es klingt aber sehr interessant. Es geht um die 15 jährige Lark, beziehungsweise die ist jetzt 16 geworden und muss mit dem 16. Lebensjahr, mit ihrem Geburtstag irgendwie in die Gesellschaft angegliedert werden. Irgendwas mit einer magischen Fähigkeit. Auf jeden Fall freut sie sich sehr stark darauf, aber findet dann raus, dass irgendwie die Gesellschaft nicht so toll ist, wie sie es sich vorgestellt hat, beziehungsweise wie sie es selber gedacht hat, und flieht dann in den Eisernen Wald, um die Wahrheit herauszufinden. Aber aus dem Eisernen Wald ist noch nie jemand lebendig wieder zurückgekommen. Und ob sie lebendig wieder zurückkommt und die Wahrheit rausfindet und Informationen findet, muss man selber herausfinden. Ich bin gespannt. Ich hoffe, mir wird es besser gefallen als so manchen anderen Booktubern. Aber mal sehen. Ist eigentlich ziemlich fett. 400. Um die 450 Seiten geht eigentlich noch, aber schon ein bisschen dicker als andere Bücher. Ist übrigens im Heine Fliegt Verlag erschienen und ich wurde mal gefragt, wieso das Heine Fliegt Verlag heißt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass das mit den Vögelchen hier Heine Fliegt ist und der ganz normale Heine Verlag. Ich hatte doch ein Heine Buch hier irgendwo. Ach, liegt hier drunter. Hatte so ein Pfeil hier. Keine Ahnung, was da der Unterschied ist. Auf jeden Fall. Ist das so? Und das letzte Buch ist Bevor die Nacht geht von Patricia Spichalski. Und ich hatte ja schon ein Buch von Patricia Spichalski und zwar Ich würde dich so gerne küssen. Und das fand ich ja schlimm. Ich mochte einfach die Einstellung der Charaktere nicht. Ich mochte diese ganze Weltanschauung nicht, wo einfach an allem rumgemeckert wird und irgendwie man nicht zufrieden ist und so. Ich mochte einfach diese Jugendlichen nicht, die hier sich so benommen haben. Deswegen habe ich das ganz schnell weggelegt. Aber da Agathe und dann auch Jessie und viele andere von diesem Buch geschwärmt haben, dachte ich mir, gebe ich die Autorin einfach noch eine Chance. Kann ja sein, dass mir hier die Charaktere besser gefallen. Und es geht außerdem um Berlin. Und ich war noch nie in Berlin und lese aber gerne Bücher über Berlin. Es geht um Kim und Jakob. Und die treffen sich eines Tages in der Berliner U-Bahn, glaube ich. Und Jakob hat so die Nase voll von Berlin, weil die Stadt ihm irgendwie nur Schlechtes gebracht hat. Und deswegen fährt er jetzt wieder weg. Es ist seine letzte Nacht in Berlin. Er kommt gar nicht aus Berlin, glaube ich. Kim ist aber Vollblut-Berlinerin und will jetzt Jakob davon überzeugen, wie toll die Stadt doch ist, und macht mit ihm eine Rundreise und zeigt ihm in dieser einen Nacht ganz Berlin. Und ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, es wird mir gefallen. Ja. Jetzt zu den DVDs. Zum einen, ich fange mit den ernsteren an und ende mit den ein bisschen unterhaltenderen, damit es mit einem guten Ton zu Ende geht, sozusagen nicht ernst zu Ende geht. Jetzt habe ich zum einen ausgeliehen 3096 Tage, die wahre Geschichte der Natascha Kampusch. Berührend, bewegend, mutig und stark. Ja, wie gesagt, ist die Verfilmung von Natascha Kampusch Buch. Und sie wurde ja entführt als Kind und in einem Keller eingesperrt. Und ja, das ist irgendwie offen gewesen. Und ja, so halt geistig sozusagen misshandelt. Und
stelle mir das ganz schlimm vor und ich habe Angst, diesen Film zu sehen, weil es wirklich bedrückend sein wird, ganz sicher. Aber ich finde es trotzdem faszinierend und interessant, wie Natascha Kampusch das alles so überstanden hat. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ja, mal sehen. Dann auch noch ein einigermaßen ernstes. Der Film aber schon ein bisschen unterhaltsamer und zwar Der Schaum der Tage. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, worum es geht. Ich habe diesen Film mit einem anderen verwechselt. Aber egal, ich freue mich trotzdem drauf. Ich lese einfach mal vor, was hinten drauf steht. In einer Welt, in der man auf einer Wolke durch die Luft reisen kann und Pianos Cocktails mixen, lebt der wohlhabende Tagträumer Colin. Er liebt Partys, Jazz und einen Müßiggang und den Müßiggang, doch zu seinem großen Glück fehlt ihm die wahre Liebe. Da hilft es auch nichts, dass sein Koch und Vertrauter Nicholas versucht, ihn mit kulinarischen Skurrilitäten aufzuheitern. Als Colin auf einer Party die wunderschöne Chloe trifft, wendet sich das Blatt. Sie verlieben sich und feiern bald eine schillernde, schräge Hochzeit. Doch bereits auf der Hochzeitsreise erkrankt Chloe an einer rätselhaften Krankheit. Eine Seerose wächst in ihrer Lunge und nichts scheint zu helfen. Aber Colin ist entschlossen, die Liebe seines Lebens zu retten, koste es, was es wolle. Klingt auf jeden Fall sehr fantastisch, sehr fantasymäßig und nach einer schönen Geschichte. Und ich bin gespannt darauf. Da ist übrigens die Wolke. Sieht seltsam aus, irgendwie, ja. Schlecht animiert oder was auch immer. Aber mal gucken, vielleicht hat es ja eine Bewandtnis, dass das so aussieht. Ich bin gespannt. Ich wusste jetzt echt nicht, worum es geht. Ich habe es, wie gesagt, mit einem anderen Film verwechselt. Aber es klingt jetzt gut. Ich möchte es jetzt am liebsten direkt gucken. Aber ich zeige euch noch den letzten Film, den ich ausgeliehen habe. Und zwar Der perfekte Ex. Oder das andere Wort. Den Film habe ich schon mal gesehen. Ich fand ihn für ein Romance-Comedy oder wie das Genre heißt, ganz gut. Ich fand es unterhaltend. Ich fand es, ja, für dieses Genre ganz okay, würde ich so sagen. Ich mag das Genre auch für zwischendurch. Es ist natürlich jetzt nicht so das Nonplusultra, aber ich mag es für zwischendurch. Und dann habe ich aber öfter gehört, dass dieser Film ganz grauenhaft sein soll. Viele finden den auf jeden Fall ganz grauenhaft. Und ich dachte mir, ja, ich gucke den jetzt nochmal an und mal gucken, ob ich den immer noch so ganz grauenhaft, ob ich den so einigermaßen gut für dieses Genre finde oder auch grauenhaft. Aber ich glaube nicht, dass ich den so grauenhaft finde. Es ist natürlich jetzt, das hat keinen Tiefgang, es ist so eine seichte Liebeskomödie, die man auch weglassen kann, die man nicht unbedingt gucken muss, aber ich glaube, davon, da kann man sich auch nicht so viel erwarten. Hier geht es um Ellie und Ellie merkt irgendwie selber, dass es nicht so mit den Männern klappt in ihrem Leben und überlegt sich dann, dass sie all ihre Ex-Freunde nochmal aufsuchen will und die dann fragen möchte, was sie an ihr nicht gemocht haben, beziehungsweise wieso es aus ihrer Sicht nicht geklappt hat. Sie möchte all diese Punkte aufschreiben und dann versuchen, sie zu verbessern, sich zu verändern und dadurch vielleicht die große Liebe zu finden. Und sie hofft, dass vielleicht einer unter den Exen dabei ist, der vielleicht schon ihre große Liebe ist, mit dem sie nochmal zusammenkommen kann. Und dabei hilft ihr Nachbar, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Und ja, ich könnte euch den Rest, glaube ich, schon denken. Es ist jetzt nichts besonders Spannendes, nichts, was man nicht vorhersehen kann, aber für dieses Genre, wie gesagt, erwartet man nicht so viel, war es für meiner Meinung nach in Ordnung. Ich werde ihn mir auf jeden Fall nochmal angucken, mal sehen. So, 10 Minuten. Jetzt nur mit den Sachen. Ich muss das andere ja noch dran schneiden. Aber es reicht. Ich sag jetzt, ich wollte noch eine Frage stellen, nicht wahr? Ja. Wie fandet ihr diese beiden Bücher? Weil ich da ja ganz gespannt drauf bin, weil ich da von der Autorin ja bis jetzt nicht so begeistert bin und hier ja schon ziemlich blöde Stimmen gehört habe. Also falls ihr eins der Bücher oder beide schon gelesen habt, schreibt mir bitte, wie ihr es fandet. Bitte ohne zu spoilern, aber das ist, glaube ich, klar. Schreibt mir einfach gerne in die Kommentare. Ansonsten sage ich hoffentlich bis zum nächsten Video. Bye, Leute.